Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Cyberpunk 2077. Eine solide 30. 10 davon aus Haywood. Geht doch nichts über Gangkriege. Dazu ein toter Polizist. Also seid ihr alle sowas von im Arsch. Sowas nimmt das NCPD persönlich. Während in Santo Domingo erneut Stromausfall herrscht, Netrunner zerballern mal wieder wie üblich das Stromnetz. In Westbrook kratzt Traumateam unterdessen die Überreste von Cyberpsycho-Opfern vom Asphalt. Und in Pacifica! Naja, Pacifica ist eben Pacifica. So viel erst einmal von mir, eurem Stan. Genießt euren Tag in der Stadt der Träume! Okay, Night City und so. Dann würde ich mal sagen, wir drücken mal hier was zum Fortfahren. Hacken? Wie hacken? Sind wir jetzt bei Watch Dogs oder was? Ich weiß gerade nicht so ganz. Möchte mir eine Erlaubnis für eine Analyse dann zusammen, ja meinetwegen, ey. Sammler Analysedaten. Moin erstmal. Ich muss mal erstmal hier Einstellung alles vornehmen und mal schauen, was jetzt die Sache ist. Dabei werde ich ein bisschen was erzählen. Zum ersten können wir tatsächlich gerade mal genau bei Sound, da sind wir auch schon. Ich bleibe mal bei Studio-Referenz tatsächlich und tu mal gerade schon mal die Musiklautstärke, weil ich hier so freischieben kann, verstehe. Ich tue schon mal die Musiklautstärke einfach mal auf 80. Autoradio-Lautstärke. Entdeckungsgeräusche, Sturmschalten, überrechtliche Geschütze, Musik deaktivieren. Die gibt es also auf jeden Fall. Okay. Das heißt also, wir machen das Autoradio schon mal auf wesentlich leiser. 20 oder was? Okay, Untertitel, Dialoge, Hintergrundgeräusche brauchen wir, glaube ich, nicht, oder? Schriftgröße ist gut. Ich weiß noch nicht so ganz, ob ich das Spiel lieber mit Controller oder lieber mit Dings spielen sollte. Mit Maus und Tastatur. Sag mal, ich habe doch hier eigentlich... Ich überlege gerade, ob die nicht immer noch ein bisschen laut ist. So, ich mache mal 70% Musiklautstärke. Ganze Steuerung, da ist jetzt gerade erstmal egal. Obwohl, vielleicht, warte... wussten hier Tastenbelegung, Controllerbelegung. Achso, das ist aber nur die Controllerbelegung. Vielleicht ist es doch mehr auf Controller ausgelegt. Ich weiß es nicht. Fast bloß mit Kamera Maus. Das Ding ist, ich kann keine Tastenbelegung ändern, oder? Sehe ich das gerade richtig? Was ich auf jeden Fall erzählen wollte. Cyberpunk 2077. Warum spiele ich es jetzt erst? Ich habe es jetzt erst bekommen. Tatsächlich, ohne Witz. Heute ist Samstag, der 12.12. Und ich habe Cyberpunk heute erst erhalten. Es ist am Donnerstag rausgekommen. Ich habe das Spiel vor einem Jahr bei Mediamarkt vorbestellt. Ich war am Donnerstag bei Mediamarkt, weil ich noch keinen Abholschein gekriegt habe. Und die haben mir gesagt, es ist noch nicht da. Ich habe mich ein bisschen verarscht gefühlt, weil der ganze Mediamarkt voll war mit Cyberpunk-Spielen. Ich dachte erst, es liegt an Mediamarkts scheiß System. Da muss ich denen zugute halten, es lag nicht an Mediamarkts scheiß System anscheinend. Sondern die sind anscheinend wirklich heute erst angekommen, die Spiele von Bluecube und mir. Das waren halt die Steelbook. Wir haben die Edition mit Steelbook vorbestellt. Die war dann lange Zeit jetzt gar nicht mehr verfügbar. Jetzt gibt's die wieder. Diese Steelbook Edition. Da war wohl das Problem, dass die Steelbooks irgendwie nicht rechtzeitig produziert wurden oder keine Ahnung was. Ich weiß es nicht genau, weil bei Amazon wäre es jetzt wohl so gewesen, hätte man es jetzt bestellt, da wäre das Steelbook nachgeschickt worden. Deshalb, ich weiß nicht, ob es halt daran lag, aber das Ding ist halt, sie waren wohl tatsächlich heute erst da. Wir haben mehrmals, der Bluecube und ich, wir haben es zusammen bestellt, wir haben da mehrmals hinterher telefoniert bei Mediamarkt
Und heute sollten sie jetzt nun da gewesen sein. Und als wir da angekommen sind, hat die Frau tatsächlich erstmal die Post durchsucht, um die dann aus irgendeinem Karton rauszugraben. Also, was da schiefgelaufen ist, weiß ich auch nicht. Vor allem finde ich das ziemlich unfair, dass sowas vorkommt, wenn dann andererseits halt eben, wie ja in den Medien, ne, so zu lesen war, einige Hersteller, das war zwar, glaube ich, in den USA, aber ist ja eigentlich beim polnischen Hersteller egal, ob man dann nun jetzt in den USA oder bei uns hier in Deutschland ist, wo dann einige Hersteller eben halt in den USA das ja schon eine Woche vorher hatten. Und da frage ich mich dann natürlich, wenn die das schon eine Woche vorher hatten, wie kann es dann sein, dass unsere Version bei Mediamarkt erst 3 Tage später ankommt? Naja. DLSS automatisch. Ich weiß noch nicht, ob ich DLSS anhaben will. Okay, hat mir das automatisch hier auf Ultra und Hoch, das finde ich sehr gut, hat er schon automatisch so eingestellt. Und ich schätze mal, wir laufen auf 1080p aktuell. Ich sehe es gerade nicht. Ich habe nachgeschaut. Also meine Grafikkarte sollte das Spiel genau auf 1080p, genau mit 60 FPS genau schaffen in Raytracing Ultra. V-Sync lassen wir erstmal aus. Kann nämlich sein, dass das dann wieder, das ist ja bei GTA auch so ein Riesenproblem, leider, dass das V-Sync ganz schön krass die Framerate einbrechen lässt. Da ist die Tastenbelegung, wie schön. Braindance, vorspulen, zurückspulen, hilf mir, what please? Ich hätte mich vielleicht doch über Spiel informieren sollen. Ich wollte da eigentlich ganz fresh einsteigen und mich überhaupt nicht über Cyberpunk wirklich informieren, aber ich habe es halt wirklich seit der E3 quasi, in der es so richtig angekündigt wurde, habe ich nichts mehr, also vor einem Jahr, ja, seit der E3 vor einem Jahr habe ich mir zu Cyberpunk eigentlich nichts mehr wirklich angeguckt. Braindance verlassen, okay, das ist interessant. Heranzoomen, raus und markieren. Nahkampf oder was? Erkundung, Kampf, springen, sprinten, das ist ja das Interessante. Aha, aha, aha. Okay, das ändere ich. Ducken, halten, das ist okay, das ist bei Metro gerade bei mir genauso eingestellt. Waffen wechseln, alt, nächste Woche, vorherige Waffe, ja, alles gut, erste Woche, zweite Woche, dritte Woche. Sorry, dass ich das jetzt gerade hier alles dabei, ne, während des Erzählens hier jetzt gerade, dass ihr dabei sein müsst, wenn ich das alles einstelle, aber ich dachte mir, weil ich, wenn ich dabei sowieso noch was erzählen will, dachte ich, lohnte sich vielleicht. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Wo ist denn hier so das normale Interagieren? Habe ich das verpasst? Wo ist das normale Interagieren? Das würde ich mir gerne auf die andere Maustaste legen. Dialog überspringen, Telefon öffnen, scannen, nachladen. Das ist halt Cyberware-Systeme, aber eigentlich. Cyberware-Systeme. Habe ich natürlich keine Ahnung, was Cyberware-Systeme ist. Im Zweifelsfall muss ich später nochmal angucken, was. Einen vorspulen. Es muss doch eigentlich eine normale Interaktionstaste geben, oder? Also im Zweifelsfall lege ich den Nahkampf hier da drauf, Fäuste, Nahkampf, aber oder schneller, beziehungsweise schneller Angriff, aber hä? Finde ich jetzt etwas ungewohnt jetzt hier, dass es scheinbar keine normale Benutzen-Taste gibt, aber okay. Werden wir dann gleich sehen. Ich würde sagen, damit starten wir. Und los geht's. Oh, nochmal bitte. Huh. Oh Gott. Wähle VS
oder Versus, ich verstehe gerade nicht, Lebensweg. Einige Handlungen und Dialoge im Spiel werden sich je nach gewählten Lebensweg entscheiden. Okay. Nomade. Du bist durch die Badlands gezogen, hast Schrottplätze und Treibstoffdepots geplündert. Das Leben außerhalb der Stadt ist kein einfaches, aber es hat auch Vorteile. Einen Nomadenclan anzugehören. Ehrlichkeit, Vertrauen und Freiheitsliebe, Werte, die man in Night City selten findet und die niemand kaufen kann, gelten hier viel. Street Kid. Es heißt, wer die Straßen von Night City verstehen will, muss in ihnen leben. Du bist mit Gangs, Fixern, Puppen und Dealern aufgewachsen. Das Gesetz des Dschungels verlangt, dass die Schwachen den Starken dienen. Das einzige Gesetz, das du in Night City noch nicht gebrochen hast. Okay. Und Konzerne? Aus der Konzernwelt kommen nur wenige lebend wieder heraus. Und noch weniger behalten dabei ihre Seele. Du warst mittendrin, hast Gesetze umgangen, Geheimnisse ausgenutzt und Informationen als Waffe eingesetzt. Fairness gibt es nicht. Nur Gewinner und Verlierer. Ich muss mal kurz die Maus da wegbewegen, weil ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich ein bisschen übersteuere. Mein S ist gerade wieder so hart. Ich bin mal für den Nomaden. Und jetzt können wir uns eine Person aussuchen. Hat sehr am Überlegen. Nee, lass mal einen männlichen Charakter machen. Versucht mal, mich dran zu erinnern. Okay, das wird sowieso keiner tun, aber ich will beim nächsten Spiel mal wieder einen weiblichen Charakter machen. Ich finde, das ist immer ganz nett, wenn man immer so abwechselnd. Womit kann ich den hier? Kann ich den nicht drehen? Drehen mit Q und E kann ich. Okay. Vielleicht ist es wirklich mehr auf Controller ausgelegt. Ich weiß nicht. So. Stimmlage. Ich bin wie? Maskulin, feminin. Ich bin wie? Das, okay, es ist Wies irgendwas. Okay, gut, dass wir das jetzt wissen. Oh Gott. Oh. Ich schätze mal, dass jetzt das Neonlicht schon reingerechnet. Deshalb sehen die Hautfarben alles so scheiße aus. Geht so eine Palette? Ha, wie cool. Boah, das geht alles gar nicht. Der geht ganz gut, ne? War der. Ich glaube, das ist grün, Mann. Wir bleiben mal bei ihm hier. Hauttyp. Ah, das ist auch so interessant. Aber wir sind ja auch Nomade, ne? Eigentlich macht das ja auch Sinn, wenn wir vielleicht so Haut ein bisschen. Weiß auch nicht. Ja. Haarfarbe. Und das ist sehr interessant. Da gibt es also ganz, ganz fesche Sachen. Ich glaube, das hier nehmen wir. Sieht man dann gleich bei anderer Frisur möglicherweise. Da Frisur. Da gibt es natürlich keine Auswahl. Okay, da muss ich durchschalten. Wow. Ja. Nee. Oh. Hui. Nein. Nein! Was habe ich gedrückt? Also stellt sich mir die Frage, soll ich vielleicht doch auf Controller wechseln? Ich bin mir nicht sicher. Nein, jetzt habe ich die Haffe. Oh mein Gott, jetzt habe ich die Haffe. Ich bin wieder da, ne? Ja, okay. Oder soll ich die nehmen? Ich bin. Ist das die Invent. Ja, doch, das ist ein bisschen die invertierte davon. Eigentlich will ich so. Ich dachte, ich kann es so machen. Ich dachte, das hier wäre so ähnlich, wie ich meinen Rechner habe. Das ist halt so von. Ich dachte, es wäre so Magenta bis Cyan. Das wäre mehr mein Stil. Wie habe ich das jetzt geschafft, daran zu. Achso, indem ich darauf rüber gehaffert bin, oder was? Ich bin äußerst verwirrt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wow, die Frisur ist der Hammer. Die ist natürlich auch cool.
Nein. Wie viel gibt's eigentlich? Die ist cool, müssen wir uns merken. 26. Auch nicht schlecht. Ah, der ist auch ganz cool, aber da kommt die Farbe nicht so cool durch. Ist natürlich schon cool, was zu haben, wo die Farbe ein bisschen, was hat das eben? Durchkommt. Auch ganz cool. Also ist auch ganz cool. Ich will halt nicht, dass er zu langweilig ist, ganz ehrlich. Und das Ding ist natürlich eine echt coole Friese eigentlich, aber da sieht man, glaube ich, echt ein bisschen wenig. Da fand ich, da ist die Farbe halt echt schön mit diesem, weil da eben dann das mit drin ist, mit diesem, was ich meinte. Nee, das ist halt irgendwie zu low. Vielleicht auch die vom Anfang. Ich muss ganz ehrlich sagen, es war ja hier jetzt bei der, hier ganz am Anfang war ja eben eine ganz coole noch dabei. Die nächste, nee. Da war eben irgendeine, die so ganz cool war. Die meinte ich aber nicht. Da war eine, die ich tatsächlich ganz schick fand. Diese hier. Okay, das ist eigentlich quasi nur das Invertierte. Von der anderen sieht man auch nicht sehr viel. Aber wir nehmen mal die hier. Bisschen. Oh. Oh, so schöne Skorbut-Augen, das ist toll. Oder so schön mit Rot dann. Obwohl das ja doch sehr cool ist. Gott. Nee, ich würde tatsächlich mal die nehmen, glaube ich. Augenbrauen. Ah, sorry, dass ich jetzt doch hier das relativ lang geht, aber ich habe keine Ahnung, welche Augenbrauen ich am Anfang hatte. Ich nehme jetzt einfach die. Augenbrauenfarbe, ja, ist okay. Obwohl, was geht da so? Geht da auch knallbunt? Grün? Ne, bleiben wir mal schwarz oder braun vielleicht eher. Nur schwarz schon okay. Nase. Nee. 7. Wie viel gibt's? Nehmen wir mal die 7. Dann Mund. Okay, wir 3. Nee, 2 waren wir, ne? Doch, 7 ist auch. Komm, machen wir mal irgendwie gefühlt alles auf 7. Kiefer. Ich müsste mal den Bart abmachen. So. Dann wissen wir, wie hässlich der Kiefer ist und ob wir da dran was drehen müssen. Was soll denn? Dann
Nehmen wir mal die 15. Mit jetzt auch nicht zu viel rumdrehen. Ohren, ist jetzt egal, Bart. Schauen wir mal, was da so gibt. Da gibt es vielleicht was Cooles. Also mit Zopf finde ich gar nicht schlecht. Ja, also wenn schon mit Zopf. Bartstil. Ah, da gibt es dann trotzdem noch... Ach, verstehe. Verschiedene Varianten. Bartfarbe, so. Da geht es jetzt richtig rund. Da will ich natürlich auch was Cooles dann jetzt haben. Es sollte sich nicht zu sehr halt beißen dazu. Ich finde das gar nicht mal schlecht, oder? So. Also übrigens nur, dass ihr es wisst, das wird jetzt dann auch Part 0, ne? Ich kann mich auch eigentlich dabei mal wieder einblenden, sorry, dass ich nicht eingeblendet bin. Also es wird jetzt Part 0, ne? Nur, dass ihr es wisst. Keine Sorge. Cyberware. Ich weiß gar nicht, ob ich Cyberware haben will. Wir sind mal so ein richtig herkömmlicher Dude, so mit Cyberware aus. Aber ich fand das, was wir hatten, eigentlich gar nicht mal schlecht. Da gibt es auch Narben, das sind noch nicht ohne. Die bleiben wir da. Tattoos, oh cool. Nicht schlecht, finde ich ganz cool. Ah, das ist auch ganz schick. Nehmen wir mal das. Bestimmt gibt es noch viel mehr coole. Ach komm, gehen wir mal ein bisschen durch. Okay, also waren gar nicht so viele. Nehmen wir das. Piercings. Ich muss mal gerade wieder gucken, wie viele... gibt, wenn ich am Ende bin. Aha, das nur am Ohr, das finde ich ganz cool. Ich hatte recht viele am Ohr, aber sonst nicht. 11. Ich sehe gerade echt nicht, wo die sind, wahrscheinlich auf der anderen Seite. Über 11 war das, ne? Ja. Bisschen Farbe, was können wir da machen? Darf ruhig richtig ein bisschen shiny sein. Oder Black. Für Black ist eigentlich ist Black auch ganz cool. Ja, aber Black. Unsere Zähne. Oh, wie hübsch. Auch da bleiben wir mal tatsächlich mal so herkömmlich. Ich frage mich, wie viele Leute bei dem Spiel herkömmlich bleiben. Ob das eher sehr wenige sind oder ob da mehr Leute so denken wie ich. Komm, können wir uns auch noch mal geben. Das ist ein gutes All-in-One-Design. Lippen, nö. Wangen, nö. Schönheitsfehler brauche ich jetzt auch gerade nicht. Fingernägel. Kurz. Lang. Zeig mal, wie lang ist lang. Oh Gott, lang ist lang. Das brauche ich nicht. Kurz. Nagelfarbe. Oh, da gibt es ja richtig coolen Stil. Ich sehe es nicht. Show me. Da gibt es ja echt coolen Scheiß. Ich glaube, ich finde, wo waren das hier gerade eben? Da waren so die. Die finde ich ganz geil. Brustwarzen. Aus. An. Cool. Also schön, das geht. Oder dass da nicht so viel Auswahl war.
Wie sieht's damit aus? Was ist das? Wo braucht man das? Sowas? Auch das sieht gar nicht so schlecht aus, wa? Sowas ist vielleicht was. Narben, Körper, ja, wahrscheinlich braucht ein bisschen Narben. Ach, wir hatten da auch schon welche. Ja, komm, nehmen wir die. Genitalien. Aus. An. Ach so, das ist wegen YouTube. Da muss jetzt wieder. Von hinten gucken ist auch nicht so sinnvoll. Dafür ruhig mal hier. Der hängt einfach ein bisschen besser, habe ich das Gefühl. Bleiben wir mal Standard. Warte, wenn ich jetzt den anderen nehme, wenn ich... Also so ist er ja noch, aber... Das ist schon ganz schön klein, oder? Also... Ich möchte jetzt nicht zu wertend sein, tatsächlich. Und ihr werdet es auf YouTube sowieso nicht sehen. Also lohnt sich das auch gerade überhaupt nicht, dass ich... das überhaupt anspreche. Nein, wir bleiben bei Schamhaar Stil 1. Schamhaar Farbe, nö, habe ich jetzt keinen Bedarf zu färben, tatsächlich. Und wir gehen weiter. Tja, das habt ihr jetzt alles gar nicht gesehen. Haha. Oh Gott. So, Kondition. Deine Kondition bestimmt deine körperliche Kraft. Sie ermöglicht es dir, Türen gewaltsam zu öffnen. Außerdem bedeutet jedes Level Kondition ab Level 3. 5 zusätzliche Gesundheitspunkte, 3 zusätzliche Ausdauerpunkte, Punkte Schäden mit Fäusten und Gorillaarmen wird um 3 erhöht, Schaden mit Nahkampfwaffen wird um 1,5 erhöht, Bewegungsabzug beim Packen eines Gegners oder Benutzen eines schweren Maschinengewehrs wird um 6% verringert, Dauer, die du Gegner packen kannst, wird um 5 Sekunden erhöht. Schnell bewegen. Intelligenz. Deine Intelligenz bestimmt deine Kompetenz als Netrunner. Jedes Level der Intelligenz bedeutet Cyberdeck Speicherkapazität wird um 4% erhöht, Schaden von Quick Hacks wird um 0,5% erhöht, davon Quick Hacks wird um 1% erhöht. Deine Reflexe bestimmen deine Beweglichkeit. Sie erhöhen nicht nur dein allgemeines Bewegungstempo, sondern jedes Level Reflexe bedeutet auch passives Ausweichen von gegnerischen Angriffen wird um 1% erhöht, kritische Trefferchance wird um 1% erhöht, Schaden von Mantis-Klingen wird um 3 erhöht. Okay, technische Fähigkeit bestimmt dein technisches Können, erlaubt es dir Türen auf zwischen technischen Waffen einzusetzen, okay. Coolness bestimmt deine Widerstandskraft, Selbstbeherrschung, dein effektiver Stealth-Modus, auch cool. Kritische Schaden wird um 2 erhöht, alle Resistenzen werden um 1 erhöht, also 1%. Schaden und Stealth-Modus wird um 10% erhöht, Gegner entdecken dich im Stealth-Modus langsamer. Ja. Okay, wir haben 7 Punkte zum Vergeben. Ich möchte definitiv 2 auf Coolness geben. Ich möchte einen auf jeden Fall auf die technische Fähigkeit und... Definitiv einen hierauf. So, jetzt können wir noch 2 dafür geben. Und ich möchte... den noch auf die technische Fähigkeit setzen. So. Ja, richtig cool. Bestätigen. Und ich blende mich mal aus. Na gut, wenn ich jetzt eh zum Fortwerken drücken muss, sage ich jetzt mal Tschüss, das war's mit Part 0 und wir sehen uns wieder in Part 1. Bis dann, Leute.